Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 1 Unfinished Business. Ich muss schon wieder Shadow of the Tomb Raider sagen. Was habe ich denn mit Shadow of the Tomb Raider gerade? Außer dass es ein tolles Spiel war, klar. Ohne Frage. Nee, da komme ich nicht hin. Ich habe immer noch Angst, dass ich irgendwie getroffen werde könnte. Oh ja, klar. Ach, guck mal, da hätte ich auch hochgekonnt. So viel dazu, dass ich beim groben Durchgucken, ob ich irgendwo hin kann, nichts weiter gesehen habe, ne? Aber gut, dass ich dahin bin und diese Schleife jetzt im Endeffekt hinter mir habe. Und dadurch weiß, okay, da geht es wirklich nicht lang. Vor allem, ich weiß immer noch nicht so wirklich, was mein Ziel ist, ne? Außer, dass ich halt zurück nach Ägypten bin, einen Katzentempel gefunden habe und jetzt hier irgendwie bei den irgendwas dort anscheinend gefunden haben muss, damit ich jetzt hier lande. Was auch immer ich da gefunden habe. Ah, guck mal, diese beiden Tore habe ich jetzt aufgemacht. War ja klar, ich habe dich gesehen. Ich habe aus Reflex gerade Inventar aufgemacht, damit ich mich heilen kann. Aha, vertrauenserweckend. Hier kann ich auch noch hoch. Speicher gerade mal. Klar, das ist vertrauenserweckender als der Gang davor, den ich mir gerade angeguckt habe. Aber gut. Ehrlich gesagt, auch einmal lieber einmal zu viel gespeichert als einmal zu wenig. Entweder kommen die Gegner oder wirklich wieder mal Kugeln. Wobei ich auf Kugeln nicht so gefasst wäre. Wie auf Gegner. Falls ich hier überhaupt weiterkomme. Oh, Scheiße. Oh, ich mag nicht mehr. Vor allem denke ich mir dann so, oh, das Spiel braucht wahrscheinlich nicht mehr lange. Ich möchte das irgendwie schon gerne jetzt fertig spielen. Oh Gott, hier sind überall diese Viecher. Werden die alle lebendig nach und nach, sobald ich mir irgendwas nehme? Aber bitte einer nach dem anderen lebendig werden, danke. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 Items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich laufe erstmal so vorbei. Hallo? Hallo, der Herr? Hallo? Hallo? Passiert nichts? Dann laufe ich mal hinter denen entlang. Ob es hier irgendwo einen Weg gibt. Oder nur Goodies. Aber wenn es nur Goodies gibt, dann gehe ich wieder. Dann muss ich die auch erledigen, damit sie das andere Tor öffnet. Hm. Warum hat sich das da nicht geöffnet? Kann sich das nicht öffnen? Soll ich in mein Verderben rennen? Soll ich es wagen? Shotgun-Muni wäre schon geil, ne? Gucken wir mal.
Teile lebendig geworden? Dann werden die in der Mitte doch alle gleichzeitig lebendig. Ich will Granaten werfen. Auch nichts. Niemand. Okay, ich traue dem nicht. Ich traue dem ganz und gar nicht. Noch nicht. Okay. Bei der Mitte müssten die aber lebendig werden. Dann dreh ich durch. Gibt's hier noch irgendwie was? Hier ist aber wirklich gar nichts, ne? Immer noch keiner. Immer noch nicht, aber irgendwie hat die Perspektive, also hier die Lichtverhältnisse voll verändert. Immer noch nicht. Okay. Wenn ich das letzte nehme, werden sie lebendig, ne? Immer noch nicht. Okay. Ich wusste es. Jetzt werden sie lebendig. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Geht. Geht weg. Geht weg. Ich bin tot. Aber hey, das Tor auf der anderen Seite ist offen. Herrlich. So, wo war der Ausgang? Da. Ich bewege mich nicht, ne? Ich bleib jetzt hier. Bis der wiederkommt. Nein, komm her. Komm her. Alles oben nur werden. Das ist super. Ich habe noch 3 Stück, ne? Bist du nicht lebendig? Aber ich speichere gerade mal. Ist anscheinend nicht lebendig geworden. Oh nein. Ich ahne was Schlimmes hier. Okay, passiert noch nichts. Ja, da war Schlimmes hier. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause.
Ich habe Hebel. Was passiert, wenn ich den Hebel betätige? Nein. So, soll ich es betätigen. Nein. Betätigen. Okay, das Tor ist offen. Oh, das fängt jetzt an. Da ist gar nichts drin. Hä? Ist da irgendwas dran? Oh, eine Lara. Ein Stück Lara hängt da. Lara. Wieder ein Stück Lara. Wieder ein Stück Lara. Wieder ein Stück Lara. Und irgendein davon ist eine richtige Lara, die mich dann angreift. Wieder nichts. Sind da ein Stück Lara drin, ne? Der so drin hängt. Warum? Will mich jemand klonen? Das wäre nicht so nett. Das finde ich nicht toll. Rutscht mal hier runter. Schreit. Nee, doch nicht. Sind es jetzt mehrere Etagen? Entweder sind die Gegner oder das nächste Stück von Lara wird hier produziert. Oh, das ist verlockend. So, gucken wir mal. Bewegt sich das schon? Nee, ne? Bewegt sich noch nicht. Oh, das raubt einen so die Nerven. Ich bin so mega angespannt. Okay, das Tor ist schon mal offen. Da ist was. Weiter. Einfach weiter. Oh nein. Es war zeitgesteuert. Nein. Betätigen. Danke. Jetzt. Geh, renn, 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 renn. Ist egal. Ist egal. Lara, ist egal. Einfach weiter rennen. Einfach weiter rennen. Einfach hier durch. Nein, 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 das zählt. Nein, das hat doch noch gezählt. Nein, so. Oh. Ja, das zählt jetzt nicht mehr, weil das überlebe ich nicht. Auch zu viel Zeit haben. Aber dadurch denkt sich wenigstens niemanden. Ja, das war klar. Trigger ich niemanden. Egal. Aber nah hier ran, dann geht das auch schon. Ah, ich bin durch. Oh, oh Gott. Oh Gott. Was ist das hier?
Ich hoffe, ich musste jetzt nicht springen. Ich schwimme jetzt einfach weg. Einfach weg. Oh, Strömung. Hier gab es ein Secret. Hey, meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, das Spiel hat irgendwie Probleme, wenn man hier diesen Abschnitt abgeschlossen hat, per Enter-Taste irgendwie, ja, weiterzugehen. Keine Ahnung, warum das jetzt genau der Fall ist, aber ich habe auch die Bestätigung, das ist das Ende von dem Spiel, von diesem Teil, von Unfinished Business. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, das ist so schön. Das ist auch der letzte Teil, der uns komplett noch gefehlt hatte. Das Einzige, was jetzt von Tomb Raider kommen wird, ist, wenn es neue Teile geben wird, irgendwann mal. Oder Hustenanfall. Oder halt Custom Maps. Zwei wurden sich gewünscht, die werden auch dann nach einer etwas längeren, kürzeren Pause von Lara dann auch kommen. Die auf jeden Fall. Sonst könnt ihr mir Custom Maps gerne vorschlagen, da gibt es ja mehr als genug. Ich habe selber auch noch einige rausgesucht. Vor langer, langer Zeit muss ich mal gucken, was mir davon noch gefällt und was nicht oder mich interessiert, sagen wir es mal so. Und ja, aber erstmal brauche ich ein bisschen Abstand von Lara. Was im Anschluss kommen wird, das weiß ich noch nicht. Momentan ist es ja ein bisschen zeitlich sehr eng bemessen. Deswegen ich da ein bisschen straucheln mit den Aufnahmen. Und ich habe ja auch Mirror's Edge noch laufen, Mirror's Edge 2, das wird ein langes Projekt sein. Evoland 2 genauso. Also wenn es was geben wird, dann was Kürzeres, definitiv. Definitiv was Kürzeres. Was ich so nebenbei irgendwie mache. Aber mal gucken. Festgeplant ist jetzt jedenfalls nicht, außer dass ich eine kleine Pause von Lara erstmal nehme, bevor ich mich an die zwei Custom Maps setzen werde. Ja, dann bedanke ich mich natürlich an dieser Stelle fürs Zusehen. Mein Fazit von dem Teil, es war gut. Ich fand ihn eigentlich vom Aufbau her eigentlich mit am besten. Reingeworfen wurde man in allen drei Teilen, abrupt geendet hat es auch in allen drei Teilen. Zwischendurch so dieser, ich sag mal, Story-Zusammenhang, der war so ein bisschen fehl am Platz, aber gut, das, was heißt fehl am Platz, nicht vorhanden, meine ich. Aber gut, das ist ja in den Klassikteilen öfters mal der Fall gewesen, wo ich der Story nicht so ganz folgen konnte. Ja, sonst. Vom Alleine spielen hat mir natürlich der am meisten Spaß gemacht. Von nicht alleine spielen gab es ja nur einen Teil mit dem Connor. Das war ganz lustig. Wäre hier definitiv auch ganz lustig gewesen. Aber ja, sonst. Sonst hatte ich halt die ganze Zeit Nervenflattern. Ich war mega angespannt. Vor allem jetzt zum Schluss. Das war damals im ersten Teil genauso der Fall. Ich mag diese Atlantikaner-Typen nicht. Keine Ahnung, wie man die nennt. Atlanta? Nein, keine Ahnung. Ich versuche es erst gar nicht. Naja, okay. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen, fürs Kommentieren. Hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ja, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei anderen Projekten wieder. Bis dann, tschüss, eure Time.